Frau Doktor. So, die Frau Sachs einmal zum Röntgen besprochen, ja? Mhm. Schon unterwegs. Franzi, willst du zu mir? Ja, ich, hast du einen kurzen Moment für mich? Nein, komm mal mit. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, ich bin schwanger. Das dachte ich mir doch, als er neulich übel war. Ja. Ich habe einen Test gemacht, der war positiv. Mein Gyn ist im Urlaub und ich brauche Gewissheit. Na, dann machen wir mal einen Ultraschall. Komm, leg dich hin. Mach mal ein bisschen den Pullover hoch. Mhm. Ein bisschen höher. Wie? Kalt? Ja. Pass auf. Ist gut. Na, da haben wir es doch. Meine Großmutter hat an dieser Stelle immer gesagt, was sitzt, das sitzt. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Wie, kein Irrtum? Kein Irrtum, schau. Hier, kannst du das kleine Gummibärchen sehen? Ich vermute mal, zweiter Monat. Aber genau kann dir das der Gynäkologe ausrechnen. Super. Na toll, das ausgerechnet jetzt, wo ich gerade befördert worden bin. Na, bis zur Geburt hast du noch ein bisschen Zeit. Du sagst Martin nichts, oder? Nein, du weißt, ich habe Schweigepflicht. Willst du denn das Kind gar nicht? Ich liebe meinen Beruf. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich den dann noch ausüben kann. Natürlich kannst du den ausüben. Und freu dich mal, so ein Kind ist was Wunderbares. Ja, wieso hast du denn keins? Bei mir war das was anderes. Du weißt, ich war erst lange auf See und jetzt habe ich leider keinen Partner. Glaub mir, ich finde das sehr traurig. Tja, ich glaube, ich muss mich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Und ich muss mit Philipp reden. Der wird sich freuen. Danke. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey! Na? Kommst du nur her? Ich war im EKH. Alles in Ordnung? Ja, ich habe gestern mein Merkbuch. Habe ich vergessen. Ah. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg dahin. Es wird geklaut im EKH und zwar massiv. Ja, Klinikleitung hat Anzeige erstattet. Naja, dann mal viel Erfolg, ne? Ja. Frau Doktor? Ja? Meine Tochter ist beinahe ohnmächtig geworden. Mir war nur ein bisschen schwindelig, ist aber schon wieder gut. Na, wahrscheinlich der Blutdruck. Damit hatte ich in der Schwangerschaft auch zu tun. Schrecklich. Mama, mir geht's wirklich wieder gut. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Das ist ja auch kein Wunder. Sie will heute Abend noch in die USA fliegen. Echt? Na, dann kommen Sie mal, ich untersuche Sie gleich. Ja, ehe das doch etwas Ernstes ist, ist ja schließlich eine anstrengende Reise. Sie warten bitte hier. Oh, Kerstin, ich brauche dringend irgendwas für die Nerven. Erst unterschreiben. Was? Ja, ist das nicht mehr schon viel? Mhm. Ah, gut, dass ihr endlich da seid. Hier ist vielleicht was los. Das ist unglaublich und niemand fühlt sich zuständig. Ich meine, ich bin ja nicht der erste und einzige Fall. Das ist ja andauernd so, dass irgendwelche Wertgegenstände verschwinden. Das ist eine regelrechte Serie. Außer mir scheint das hier niemanden zu beunruhigen. Doch, der Verwaltungsdirektor, der hat Anzeige erstattet. Er hat uns eine Liste zukommen lassen mit den gestohlenen Gegenständen. Ach was. Dir ist also die Jacke gestohlen worden. Jacke? Eine Ruggiero-Maß-Anfertigung. Ich meine, was soll ich denn jetzt heute Abend zum Date anziehen? Zeig mal. Absolut einmalig. Also, dass sowas überhaupt geklaut wird. War die teuer? Sir. Wo ist dir die Jacke denn gestohlen worden? Im Aufenthaltsraum. Und bis jetzt haben sie ja nur Patienten beklaut, aber diese Verbrecher scheuen vor gar nichts mehr zurück. Also Patienten darf man beklauen, Ärzte nicht. Oder wie meinst du das jetzt? Herr Dr. Hase, können wir das bitte noch gegenzeichnen? Das ist drängend. Wenn ihr mich fragt, da steckt eine richtige Diebesbande dahinter. Das ist aber auch kein Wunder bei diesen Besuchsregeln hier. Ich meine, die haben ja Hinz und Kunst Zutritt. Niemand kontrolliert irgendwen. Hm. Warum schließt ihr den Aufenthaltsraum nicht einfach ab? Das wäre ein bisschen unpraktisch. Da gehen ja sehr viele Leute rein und raus. Hier, da. Genau da hat sie gelegen. Könnte sich nicht doch jemand vom Personal an deiner Jacke vergriffen haben? Meinst du? Wäre doch möglich. Ah, nee, nee.
waren richtige Kriminelle am Werk. Blutdruck ist normal. 110 zu 80. Wir machen jetzt noch einen Ultraschall und eine Urinprobe brauche ich auch noch. Aber mir geht's doch gut. Mir war doch nur ein bisschen schwindelig. Und die Vorsorgeuntersuchung war immer unauffällig. Das ist nur zur Sicherheit. Keine Sorgen. Legen Sie sich bitte mal hin. So ist gut. Na, das sieht doch alles gut aus. Die Herzaktionen des Kindes sind normal. Sehen Sie hier? Sieht aus, als würde es schlafen. Alles fein. Ich habe das schon geahnt. Aber meine Mutter muss immer dermaßen übertreiben. Ist ja auch verständlich. Sie macht sich Sorgen, immerhin sind Sie schwanger. Aber doch nicht krank. Da haben Sie allerdings recht. Wo soll es denn hingehen? Nach Chicago. Ich will heiraten. Bin aber schon spät dran. Hast wohl noch was vor, ne? Das ist ein Erbstück. Ich meine, bevor der immer nur im Schrank rumliegt, ne? Moin zusammen. Moin. 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 Franzi, hast du eine Sekunde? Muss mal mit dir reden. Ich komme gleich wieder, ja? Beeil mich. Aber bis Mittag seid ihr schon fertig, oder? Klar. Dann will ich was Wichtiges sein. Hast du eine Ahnung? Privates. Ich hab dir auch was zu sagen. Na, dann du zuerst. Nee. Du zuerst. Gut, also, unsere Südamerika-Tour ist perfekt. Ich habe einen Reiseveranstalter gefunden, der unseren Trip organisiert. Ist das super, oder? Unser Traum wird wahr. Philipp, ich bitte. Weißt du was? Wir fliegen zuerst nach Buenos Aires. Von dort aus geht's dann mit dem Motorrad weiter nach Patagonien und dann über die Anden direkt nach Chile. Unsere Tour muss erstmal ausfallen. Was? Wieso das denn? Ich bin schwanger. Jetzt? Sicher? Ja, ganz sicher. Du bekommst ein Baby. Wir. Wir bekommen ein Baby. Du freust dich ja gar nicht. Doch, doch. Es kommt nur ein bisschen überraschend. Entschuldigung, ihr beiden. Schwerer Verkehrsunfall. Jetzt müssen wir aber wirklich los, Franzi. Ich komm. Das war nur die Aufregung. Du musst dir also keine Sorgen machen. Aber Mütter machen sich nun mal Sorgen um ihre Kinder. Wirst du ja bald selbst erleben. Ich weiß, du meinst es nur gut. Meine Tasche! Hast du sie vergessen? Nee. Kein Mensch weiß, wer alles im EKH ein- und ausgeht. Also neben dem Personal und den Patienten sind da sicher ein paar hundert Besucher am Tag. Dazu Studenten, Lieferanten, Techniker. Aber der letzte Diebstahl fand im Aufenthaltsraum statt. Schränkt das die in Frage kommende Personengruppe vielleicht ein? Nicht wirklich. Auch da kann jeder rein. Also ich hätte da ja eine Idee. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber wir könnten ja jemand undercover einschleusen. Jemand, der sich als Patient ausgibt. Du meinst von uns? Als potenzielles Opfer? Als Köder, richtig. Gar keine blöde Idee. Aber länger als einen Tag kann ich hier auf niemanden verzichten. Die Diebstahlhäufigkeit hat in letzter Zeit zugenommen. Ja, also kann nicht lange dauern, bis wieder jemand zugreift. Und wer soll den Patienten spielen? Naja, ich meine, viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Du zum Beispiel, du kommst hier ja nicht weg. Gut. Das war's. Danke erstmal. Jasmin, wo sind eigentlich unsere Freunde von der Polizei? Erst machen sie so eine große Welle und dann rücken sie wieder ab. Weißt du? Ich meine, es ist doch allgemein bekannt, wie niedrig die Aufklärungsquoten bei Diebstählen sind. Meine Jacke kann ich doch in den Wind schreiben, da passiert doch nichts mehr. Manchmal drückt der Scheinhäschen. Geh mal in die 19. Was machst du denn hier? Bist du krank? Mach die Tür zu. Ich ermittle undercover. Indem du dich ins Bett legst. Wir wollen den oder die Täter auf frischer Tat ertappen. Ist mit eurer Klinikleitung abgesprochen. Das klappt doch nie. Also eine bessere Idee? Sollen wir vor jede Tür einen Polizisten setzen oder was?
Na ja, dann will ich dich bei deinen Ermittlungen mal nicht länger stören, ne? Geht unter anderem auch um deine Jacke. Ach, Schwester Karin, ich bin kurz in meinem Zimmer. Hat meine Tochter ihre Tasche vielleicht bei Ihnen vergessen? Im Behandlungsraum lag nichts. Ich schau mal im Arztzimmer nach. Tut mir leid, aber hier liegt sie auch nicht. Da war mein Pass drin und das Ticket und $500. $500? Ja, ich war heute früh noch bei der Bank, aber das Geld ist nicht so wichtig. Und die Papiere kann ich nicht nach Amerika. Reg dich nicht auf, die finden sich schon wieder. Vielleicht haben sie sie im Taxi oder im Auto liegen lassen. Nein, hier oben hatte ich sie ja noch. Dann würde ich vorschlagen, Sie gehen zur Polizei. Die ist gleich über die Brücke. Die Kollegen ermitteln sowieso wegen einer anderen Diebstahlsache hier. Ganz ruhig, das machen wir. Danke für den Rat, komm. Also wenn das im EKA, ja, kein Einzeltäter sein sollte, sondern tatsächlich eine organisierte Bande, dann muss Wolle höllisch aufpassen, dass er nicht zusammengeschlagen wird. Er ist im Krankenhaus, nicht auf der Reeperbahn. Peter 21-1 für Peter 21 kommen. Peter 21-1 hört? Fahrt bitte zum Hafen Fischmarkt, da steht ein Imbisswagen. Der Besitzer hat sich bei uns gemeldet. Er möchte eine Anzeige machen. Ist verstanden, sind unterwegs. Peter 21, hat sich Wolle schon gemeldet? Nein. Aber im Elbkrankenhaus gab es den nächsten Diebstahl. Okay, Peter 21. Ich möchte wirklich mal wissen, was unser Undercover-Agent da eigentlich macht. Es war eine ganz normale Handtasche, so groß. Irgendwas Auffälliges? Eine Schnalle, ein Muster. Sie war dunkelbraun. Ein Krokodilleder-Imitat. Ich habe sie ihr zu Weihnachten geschenkt. Bitte, ich brauche sie dringend zurück. Da hängt mein ganzes Glück dran. Meine Tochter ist mit einem Amerikaner verlobt. Dustin hat nur einen Tag Urlaub für die Hochzeit bekommen. Er ist bei der Army. Und nun ist alles weg. Die Heiratspapiere, der Pass, das Ticket. Also bis auf den Pass kann man Ihnen doch sicher Kopien ausstellen, oder? Der Pass und das Ticket ist nicht das Problem. Die Heiratspapiere, das ist es. Das dauert. Ich bin im 7. Monat. Später nehmen die mich gar nicht mehr im Flugzeug mit. Jedenfalls nicht vor der Geburt. Bitte, Sie müssen meine Papiere und den Pass finden. Alles andere ist egal. Das und ich, wir haben uns so darauf gefreut. Wir werden natürlich alles tun, um Ihnen zu helfen, ja? In der Regel sind die Diebe nur auf das Geld aus. Was sie nicht brauchen, das werfen sie eben weg. Naja, also wäre schon ein großer Zufall, wenn die Tasche heute bei uns abgegeben würde. Hallo? Linda, um Himmels Willen. Was ist denn? Lukas? Franzi, ruf einen Notarzt. Frag mich, wo der Typ $50 her hat. Und in der Tasche noch ein ganzes Bündel Scheine. Und Sie kennen den Mann? Den kennt ja jeder. Jochen Böttcher, eine ganz arme Socke voll auf Alk. Aber eigentlich ganz harmlos. Nur wenn er hier steht, vertreibt er mir die anderen Kunden. Als ich ihn gefragt habe, wo er die Knete her hat, wurde er ganz pampig. Aha. Und wo finden wir diesen Jochen Böttcher? Drüben an der Hafenkante, 200 Meter von hier. Da verpasst er sich normalerweise seine Dröhnung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Okay, das liegt doch. Ich störe hier noch keinen. Wir würden ja nur ein paar fragen. Ja, wenn's sein muss. Wir haben gehört, dass Sie die Flasche da mit einem $50-Schein bezahlt haben. Wo stammt denn der her? Dieser Anscheißer, der kriegt doch mal so richtig einen aufs Maul. Na, ja? Ja, wissen Sie noch, wo Sie den herhaben? Ist das jetzt verboten, Dollars zu haben? Ja, das ist mal ein bisschen ungewöhnlich für jemand, der seine Sozialhilfe in Euros ausgezahlt kriegt. Wenn ich schon mal Geld finde. Hier drin hat das Scheinchen gesteckt. Mhm. Hat einer weggeschmissen. Ach, weggeschmissen? Mhm. Und wo genau? In einen Papierkorb im Krankenhaus. Bringt auch noch ein paar Euros, das gute Stück. Schau mal her. Das besprechen wir alles mal in Ruhe, aber nicht hier. Sondern wir uns auf der Wache. Wir würden nämlich auch gerne deine Fingerabdrücke nehmen. Und wenn ich nicht will? Sie werden schon wollen. Ja, hey, ich kann ihn nicht hier lassen, dann sind sie weg. Könnten Sie vielleicht mal mit anfassen? Aber meinst du, er schiebt sich von alleine?
Pass auf. Sie haben einen starken Blutdruckabfall. Das ist nicht gut für Ihr Baby. Ich werde Ihnen eine Infusion geben. Aber ich will heute noch fliegen. Ja, in ein paar Stunden sind Sie wahrscheinlich wieder auf den Beinen. Dann können Sie ruhig fliegen. Ich kann ja sowieso nicht fliegen ohne die Papiere. Die Hauptsache ist doch, dass dir und dem Baby nichts passiert. Alles andere findet sich schon. Und dann bin ich ja auch noch da. Ronny, fragen Sie doch bitte mal nach, ob ein Bett frei ist. Dann können Sie die Patientin gleich auf ihr Zimmer bringen, ja? Sei nicht traurig. Ich hätte meine Tasche nicht aus den Augen lassen dürfen. Das ist alles meine Schuld. Ach, das ist doch Unsinn. Sowas passiert eben. Brauchen Sie noch was? Vielleicht was zu trinken? Ich kümmere mich schon drum. Okay. Gute Besserung. Gerade auf frischer Tat ertappt. Mit meiner Uhr und meinem Portemonnaie. Aber Zimmer war leer. Ich soll abgeben, zum Einschließen. Wird neuerdings oft gestohlen. Ich nehme Sie gleich mit rüber aufs PK. Herr Wollenbeck ist von der Polizei, er ist hier, um die Diebstähle aufzuklären. Bajalsta, bitte, Herr Doktor, ich habe nicht gestohlen, nur genommen. Ist doch Anweisung. Hier, bitte. Moment, das sind Beweismittel, ja? Aber Frau Wallanders hat recht. Die Klinikleitung hat angewiesen, unbeaufsichtigte Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Aber die waren nicht unbeaufsichtigt. Ich war nur kurz draußen. Aber nicht im Zimmer. Nee, aber Sie haben mich da gesehen. Sie haben mich fragen können. Ich wusste nicht, dass Ihr Zimmer ist. Sie sind neuer Patient. Also Frau Wallanders arbeitet bei uns seit über 5 Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was mit den Diebstählen zu tun hat. Ist bösartige Unterstellung. Ich kann Sie anzeigen. Gut, Entschuldigung. Aber das nächste Mal fragen Sie. Das nächste Mal. Ich nur putze, wenn Sie dabei sind. Sonst kann bleiben dreckig. Es sah wirklich so aus, als ob. Du, das kenne ich. Man denkt, es ist der Blinddarm und es ist die Galle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand seine Tasche mit $50 in einen Papierkorb entsorgt. War aber so. Und was war da sonst noch so drin? Gar nichts, bis auf das Zeug da. Kein Ausweis, keine Papiere, kein Portemonnaie, nichts, was auf die Besitzerin schließen lässt. Mhm. Hast du das vielleicht entsorgt oder vertickert? Kennst du keinen anderen Song? Was ist das hier? Okay, da waren noch ein paar Scheinchen mehr drin. Frau Kast geht's inzwischen wieder besser. Sie bleibt aber erstmal in der Klinik. Jasmin kümmert sich um sie. Das sind ganz genau $450. Hä? Wo ist denn das Wechselgeld? Hier steht, das müssten $500 sein. Wo habt ihr die denn her? Guck mal, das ist doch Krokoleder-Imitat. Die könnte doch der jungen Frau hören. Die wurde ihrem EKH geklaut. Sie war vorhin gerade hier und hat Anzeige erstattet. Stimmt. Genau so hat sie die beschrieben. Sie wollte heute in die Staaten. Wo ist das Flugticket? Die Papiere? Ich habe die Tasche so gefunden, wie sie ist.
Und zwar nicht im Krankenhaus, sondern in der Tiefgarage. In einen Papierkorb. Und ohne meinen Anwalt sage ich jetzt gar nichts mehr. Ich glaube ja, dass du hier ein Riesenproblem hast. Und du bist ganz bestimmt auch bei uns in der Datei. Das checken wir auch gleich. Hey, was soll das denn? So, ab geht's in die Ausnüchterungszelle. Hey! Komm, mach kein Theater, ja? So. Kann ich mal? Ja, danke. Ich gehe mal rüber ins EKH, lass Frau Kahrs die Tasche identifizieren. Und dann bringe ich sie gleich zur KTO rüber. Ja, mal eine saublöde Idee. Mich auf diesen Quatsch überhaupt eingelassen habe. Was ist denn passiert? Ich bin beklaut worden. Es war doch auch Sinn und Zweck der Sache. Hast du nichts unternommen? Natürlich habe ich. Eine Reinigungskraft festgenommen, aber die war es nicht. Und währenddessen hat der richtige Dieb zugeschlagen und meinen Ring geklaut. Das war ein Erbstück. Gib's zu, Wolle, du hast es versaut. Aber dann kannst du der Obdachlose gar nicht gewesen sein. Ja, das ist meine Tasche. Wo haben Sie sie her? Wir haben sie bei einem Mann sichergestellt, der behauptet, er hätte sie gefunden. Druck ist wieder normal, 120. Und wer war das? Ein Obdachloser. Er hatte auch das Geld, die 500 Dollar. Naja, nicht mehr ganz. Einen Teil hatte er schon ausgegeben. Sie bekommen das Geld natürlich zurück. Und mein Pass und die Papiere? Tut mir leid. Er sagt, es war nur das Geld in der Tasche. Aber die waren drin. Ja, ich gehe davon aus, dass er sie weggeworfen hat. Dann ist es wohl hoffnungslos, dass ich die Papiere wiederbekomme. Vielleicht werden sie ja noch gefunden und abgegeben, aber ob das heute noch der Fall ist? Ach, Spatz. Es tut mir auch leid, dass Sie Ihre Papiere verloren haben, aber man stellt Ihnen bestimmt einen Behelfspass aus. Aber nicht die Papiere für die Hochzeit. Ich rufe Dustin und seine Familie an, damit sie nicht umsonst warten. Nein, ich will nicht, dass die Hochzeit verschoben wird. Dustin freut sich auf sein Baby. Er will unbedingt bei der Geburt dabei sein. Sie haben nur versprochen, dass Sie mir helfen. Ja. Sie werden rechtzeitig in Chicago bei Ihrem Verlobten sein. Versprochen. Na, da hast du dich ja ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und was willst du jetzt anstellen? Ich habe keine Ahnung. Sie freut sich so sehr auf die Hochzeit und ihr Mann möchte bei der Geburt unbedingt dabei sein. Naja. Apropos Mann, sag mal, hast du eigentlich mal mit Philipp geredet? Ja. Wir haben uns vorhin ganz kurz im PK gesehen. Ja und? Nichts. Wie nichts? Er hat gesagt, oh, du bekommst ein Baby und dass das alles ziemlich überraschend ist. Mein Gott, ich hab gedacht, er fällt mir vor Glück um den Hals. Er hat von Hochzeit geredet und von 5 Kindern. Ja, naja. Er musste dann zum Einsatz. Ich denke, dein Philipp muss sich an den Gedanken erst gewöhnen. Mein Leben bringt das doch auch komplett durcheinander. Wieso hat er denn nicht gesagt, wir bekommen ein Baby und dass wir es schaffen zusammen? Vielleicht liebt er mich ja gar nicht. So, aufstehen. Wir brauchen nicht nochmal. Es ist eigentlich ganz gemütlich bei euch. Ist schön trocken. Warm. Könnt ihr mich dran gewöhnen? Sorry, aber wir vermieten nicht. Ja. Könnte ich mir sowieso nicht leisten. Was ist das denn Ekliges? So, jetzt setze ich da noch mal hin. Also, die Frau hat ihre Tasche identifiziert. Und die wurde ihr im Krankenhaus gestohlen. War ich nicht. Ich habe die Tasche gefunden. Im Papierkorb in der Tiefgarage. Okay, gut. Angenommen, Sie haben die Tasche wirklich gefunden. Na, endlich kapiert hier mal einer. Hey, das ist doch nur eine Hypothese. Hä? Mann, der Kollege meint eine Theorie, eine Möglichkeit. Also angenommen, Sie haben die Tasche in diesem Papierkorb gefunden, so wie Sie es gesagt haben. Dann könnten wir unter Umständen auf eine Anzeige verzichten. Jo, da kann ja gehen. Nee, du hast ja die Handtasche unterschlagen. Also wir könnten unter Umständen darauf verzichten, wenn Sie uns sagen, wo der restliche Inhalt der Tasche ist. Da war kein restlicher Inhalt. Und Ihre Hypo-Dings, die können Sie auch stecken lassen. Ich kann nämlich beweisen, dass ich da gewesen bin. Hier. Hey, kannst du bitte Ihre Füße runternehmen? Danke. Irgendeiner hat da Altöl oder weiß der Kuckuck was entsorgt. Und ich bin mitten reingelatscht.
Ja, da müsste sogar noch meine Spuren sein. Wo? Am Papierkorb neben dem Eingang der Tiefgarage im Elbkrankenhaus. Gut, dann fahren wir da jetzt hin und schauen uns das an. Ich komm mit. Vielleicht sind die Papiere da auch noch irgendwo. Nee, du, ich denke, es wäre besser, wir würden uns jetzt erstmal um die Liste der gestohlenen Gegenstände bemühen. Ja? Wenn die Diebe Profis waren, dann werden die natürlich als erstes versuchen, die Beute so schnell wie möglich wieder abzustoßen. Da gibt's doch diese einschlägigen Auktionen im Internet. Gute Idee. Warte mal. Versuch's doch mal mit Hases Jacke. Ist auffällig genug. Trotzdem ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, hm? Na, irgendwo mit müssen wir ja anfangen. Vielleicht haben sie auch die Tasche der jungen Frau ausgeräumt. Und den Umschlag mit dem Geld vergessen? Das ist eine ganz ergiebige Stelle. Ein Haufen Leute räumen hier unten ihre Karren aus, bevor sie die kranke Oma abholen. Ja. Leere Flaschen, da die Chipstüten vom Rücksitz. Ah, hier war's. Kriechöl, da ist Molybden drin. Deshalb ist das hier so schwarz. Zeigen Sie mal Ihren Schuh. Fuß hoch. Ja. Ja, er war hier. Und seine Spuren. Aber er war nicht der Einzige. Tja, und was ist jetzt mit Finderlohn? Schließlich habt ihr mich unschuldig eingebuchtet. Finderlohn gibt's nur, wenn man die Fundsache auch abliefert. Und zwar freiwillig. Außerdem hast du dir von dem Geld schon den Schnaps gegönnt. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Ich weiß schon, warum ich mit dieser Gesellschaft fertig bin. Und dann ist der Weltenlohn. Ein kleiner Philosoph. Aber kein Dieb. Stopp! Na bitte! Habt ihr meinen Ring? Nee, Hases Jacke. Die haben's wirklich eilig. Kaum geklaut, schon im Netz. Mindestgebot 200 Euro. Ja, und nun? Na, ist doch klar, wir bieten mehr. Oder wir kaufen sofort. Geht schneller, für 500 Euro. Mhm, und wie funktioniert das? Na ja, der Verkäufer muss seine Bankverbindung angeben und seinen Namen. Sonst kommt das Geschäft nicht zustande. Ja, bingo! Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Artikel sowieso sofort gekauft. Hier steht die Adresse. Süderstraße 112. Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung ein. Ja. Und wer zahlt? Na, mal der fragt. So, Frau Karst, ich habe jetzt hier die Werte Ihrer Tochter. Blutbild und Blutdruck sind normal. Der Gynäkologe macht noch ein Topogramm und wenn das auch in Ordnung ist, dann kann sie eigentlich nach Hause. Ja, ist es nicht besser, wenn meine Tochter strenge Bettruhe verordnet bekommt? Nicht, dass es noch zu einer Frühgeburt kommt. Wie gesagt, der Gynäkologe macht noch ein Topogramm und wenn das in Ordnung ist, dann steht einem Flug eigentlich nichts im Weg. Im Moment sieht es ja eher so aus, dass sie überhaupt nicht fliegen wird. Ich hatte die ganze Zeit solche Sorgen, dass auf dem Flug plötzlich die Wehen einsetzen. Also für eine Frühgeburt gibt es keinerlei Anzeichen. Ich denke, Ihre Tochter hat eher ein seelisches Problem. Ihr Verlobter ist weit weg, sie hat ihr Geld verloren, ihre Papiere. Sie sollten ihr Mut machen. Organisch ist sie völlig in Ordnung und das Kind auch. Gut, wie Sie meinen. Gut. Wiedersehen, ja? Peter 21 für Peter 21 zu kommen. Peter 21 hört. Wir sind jetzt an der Süderstraße, Hausnummer 112. Ist das korrekt? Das ist genau die Adresse, die der Verkäufer der Jacke für Selbstabholer angegeben hat. Ist ein Laden für Computerzubehör. Vielleicht doch eine Deckadresse? Niemand zu sehen. Sieht geschlossen aus. Wir sehen mal nach. Was ist der Pfleger aus dem EKH? Der haut ab. Hier, lauf hinten rum, ja? Peter 21 für 21 Uhr, Anton, komm, braucht Verstärkung. Das ist verstanden, Peter 21 2, Anton. Peter 21 an alle. Peter 21 2 braucht Verstärkung. Dringend in der Süderstraße 112. Hey, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen, Polizei!
sportlich. Naja. War vielleicht doch ein bisschen hoch, ne? Ja. Komm. Ja. Alles klar. Ah, also das Schmuckstück aus Milano. Da wird sich aber einer freuen. Ich glaube, ich kenne da noch einen. Ein ganzes Warenlager hier. Habt ihr Passpapiere und Flugticket von Frau Kahrs gefunden? Bis jetzt noch nicht. Peter 21 für Peter 21 2 kommen. Ja, Peter 21 hört. Ihr könnt dem Krankenhaus Entwarnung geben, wir haben den Kerl. Mal, habt ihr meinen Ring? Was denn für einen Ring? Krankenpfleger ist echt nicht mein Traumjob. Ich wollte den Computerladen wieder aufmachen. Das war nicht so einfach. Schließlich brauchte ich ein bisschen Kapital. Und dann sind sie darauf gekommen, sich einfach im Krankenhaus zu bedienen. Geniale Idee. Die Leute sind so bescheuert. Was die alles mit ins Krankenhaus schleppen. Das Zeug lag einfach da. Man musste nur zugreifen. Na super. Jetzt sind auch noch die anderen schuld, oder was? Mit dem Computerladen wird's dann auch nicht leichter. Als Vorbestrafte. Schlechte Nachricht. Die KTU hat auf der Handtasche keine Fingerabdrücke von ihm da gefunden. Also kann er die Dinger auch nicht gestohlen haben. Und nicht die Papiere und nicht den Pass. Mist. Moin. Wir haben in Hamburg. Ich hab gehört, ihr habt den Dieb gekriegt und die Jacke gefunden. Cool, vielen Dank. Das stimmt so nicht ganz. Ist hier. Aber wir haben die Jacke ja nicht gefunden. Wir haben sie ersteigert. Guck mal, steht mir doch auch ganz gut, oder? Nein. Wieso ersteigert? Du, für 500 Euro haben wir den Zuschlag bekommen. Kai, bitte zieh die Jacke aus. Siehst aus wie ein Idiot. Was? Ey, es ist nicht sein Ding, oder? Ja, wenn ihr meint. Na, stopp, stopp, stopp. Wir brauchen ihn noch als Beweismittel. Bitte, was? Wie lange soll ich denn noch warten? Bis zum Prozess, aber das kann dauern. Hase! Häschen! Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Wir haben wirklich alles probiert. Trotzdem danke. Der Krankenhausdieb scheidet aus. Er hat Ihre Tasche definitiv nicht angefasst. Und als der Obdachlose die Tasche gefunden hat, waren die Papiere schon nicht mehr drin. Die Papiere können Sie doch aber nicht einfach so in Luft aufgelöst haben. Linda, es ist nun mal, wie es ist. Und ich bin doch immer für dich da. Ja, Mama, ich weiß. Das denn fehlt mir. Verstehst du das nicht? Frau Kahrs, ich brauchte dann noch eine Unterschrift. Dass Sie die Sachen noch erhalten haben, ja? Danke. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir haben bisher komplett in die falsche Richtung gedacht. Renate Kahrs hat uns nie gedrängt, die Sachen ihrer Tochter zu finden. Kein Wort des Bedauerns, dass sie ihren Flieger nicht schafft. Also ich habe auch den Eindruck, dass ihr viel lieber wäre, wenn ihr Enkel hier zur Welt käme und nicht in Chicago. Genau. Renate Kahrs ist gar nicht daran gelegen, dass Linda rechtzeitig nach Chicago kommt. Die ganze Zeit sitzt sie neben ihr und passt auf sie auf. Sie hat nicht mehr versucht, ihrer Tochter Ersatzpapiere zu besorgen. Wir hätten da eine Bitte, Jasmin. Sie als verantwortliche Ärztin, Sie sollten Ihren Patienten und deren Angehörigen natürlich immer die Wahrheit sagen. Also ich helfe euch wirklich gern, aber... Im Grunde geht es um die Aufklärung einer Straftat. Naja, Straftat. Naja, es ist immerhin die Vortäuschung einer strafbaren Handlung. Auf jeden Fall geht es hier um das Glück einer jungen Frau. Genau. Und werdenden Mutter. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee. Also gut. Was soll ich denn tun? Mama, nicht. Frau Kahrs, kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Natürlich. Bin gleich wieder hier.
Ich müsste Ihrer Tochter noch ein Mittel geben und ich weiß nicht, ob sie es verträgt. Die Information, die ich dafür brauche, steht im Mutterpass, aber nun sind ja leider alle Papiere weg. Ja, aber den Mutterpass, den hat Linda bei der Anmeldung abgegeben für die Untersuchung. Den müssten Sie doch haben. Nein, ich habe ihn nicht, aber sie war ja bei mir auch nur wegen ihrer Kreislaufprobleme. Ja, dann muss er noch in der Anmeldung liegen. Da habe ich gefragt, da ist er nicht. Vielleicht hat sie ihn ja doch wieder in die Tasche gesteckt. Ich habe sogar bei der Polizei angerufen, aber die wissen auch nichts. Ist das denn so wichtig? Ja, unter Umständen ist das sehr wichtig, Frau Kast. Wohin denn so eilig, Frau Kast? Suchen Sie irgendwas? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Ihnen gesagt zu haben, wo der Obdachlose die Tasche Ihrer Tochter gefunden hat. Nämlich genau da, in dem Papierkorb. Ach. Den Mutterpass, den Sie da suchen wollen, der hat Ihre Tochter übrigens tatsächlich bei der Anmeldung abgegeben. Und da liegt er auch inzwischen wieder. Aber vielleicht können Sie uns ja helfen und uns sagen, wo die Papiere, das Flugticket und der Pass Ihrer Tochter sind. Wieso? Was unterstellen Sie mir denn da? Darf ich mal Ihren Schuh sehen? Nur die Sohle. Was soll das denn wieder? Tun Sie mir doch einfach den Gefallen, ja? Darf ich? Oh. Da sind Sie aber in etwas sehr Schmieriges getreten. Tja, wie in die Pfütze da. Das ist Öl. Genau. Und das da sind Ihre Fußabdrücke. Die haben Sie hier hinterlassen, als Sie die Tasche Ihrer Tochter entsorgt haben. Tja, das können wir jederzeit kriminaltechnisch untersuchen lassen. Frau Karst, haben Sie die Papiere Ihrer Tochter an sich genommen, damit sie nicht in die Staaten gehen kann? Zu einem Mann, den Sie fast gar nicht kennen? Und einer fremden Familie? Sie wollten nicht allein hier zurückbleiben. Und Sie hatten Angst, Ihr Enkelkind erst in ein paar Jahren zu sehen. Ich bin erst auf die Idee gekommen, als ich gehört habe, dass Ihre Kollegen im Krankenhaus nach einem Dieb suchen. Meine Tochter war noch mal im Untersuchungszimmer und dann bin ich hierher. Und da dachten Sie sich, entsorgen Sie die Tasche mal schön im Papierkorb, hier unten in der Tiefgarage. Aber die Papiere behalten Sie besser, damit sie keiner findet und sie bei der Polizei abgibt. Richtig? Ich wollte Linda doch nicht verlieren. Gerade jetzt, wo sie ein Kind erwartet. Wenn sie das erfährt, das verzeiht sie mir nie. So, ich kann es gar nicht glauben. Danke, vielen Dank. Jetzt haben Sie Ihr Versprechen nur noch gehalten. Das ist nicht toll, Mama. Ich bin so froh. Wenn wir uns beeilen, kriege ich den Flieger noch. Können Sie mir den Namen und die Adresse geben? Ich möchte mich beim Finder bedanken. Der möchte anonym bleiben. Wieso das denn? Diejenige, die hält das für eine ganz normale Selbstverständlichkeit. Dann geben wir eben anonym auch ein kleines Geschenk ab. Kannst du dich darum kümmern? Freust du dich denn gar nicht? Doch. Ich muss dir etwas sagen. Die Finderin, das war ich. Ich habe die Sachen noch gar nicht gefunden. Ich hatte sie die ganze Zeit bei mir. Du? Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du nach Amerika gehst, das ist so weit weg. Ich habe solche Angst, dich zu verlieren. Wer weiß, ob ich dich hier wiedersehe. Du wolltest nicht, dass ich zu Dustin fliege? Dass ich ihn heirate? Ja, aber natürlich will ich das. Ich will doch, dass du glücklich wirst. Du bist doch das Einzige, das ich habe. Aber was wird denn aus mir? Warum hast du denn nie was gesagt? Ach, ich wollte dir nichts vorjammern und dir auf die Nerven gehen. Deswegen wollte ich auch nicht mit zur Hochzeit. Und du erzählst mir was von Flugangst. Mütter, die nicht loslassen können, sind schrecklich. Und stattdessen versuchst du es mit so einem miesen Trick? Ich habe solche Angst vor dem Abschied. Linda, es tut mir so leid. Du kannst uns doch besuchen. So oft du willst. Wirklich? Natürlich, was denn sonst? Du bist jederzeit willkommen. Ach, Mama! Entschuldigung, ich glaube, Sie müssten so langsam los. Ich würde gerne die Anzeige zurückziehen. Geht das? Ich denke schon. Kommen Sie. Okay, komm, wir müssen. Das nenne ich doch mal eine erfolgreiche Schicht. Mutter und Tochter wieder versöhnt.
Linda hält bald ihren Mann im Arm. Die beiden werden heiraten, ihr Baby bekommen und richtig glücklich werden. Ist das schön. Was ist denn? Warum grinsen du so? Ich freue mich eben. Ist ja auch schön. Ja. Ich komm gleich, ja? Egal, wie du zu mir oder zu meiner Schwangerschaft stehst. Ich bekomme unser Baby. Ich denke, wir leisten uns statt der Tour lieber einen super schicken Kinderwagen. Ich habe da Modelle gesehen, die stechen jedes Motorrad aus. Ach übrigens, mir ist da was zugeflogen. Will gar nicht mehr weg. Ein- und aus geht also. Neben dem Personal und den Patienten sind da sicher ein paar hundert Besucher am Tag. Dazu Studenten, Lieferanten, Techniker. Aber der letzte Diebstahl fand im Aufenthaltsraum statt. Schränkt das die in Frage kommende Personengruppe vielleicht ein? Nicht wirklich. Auch da kann jeder rein. Also ich hätte da ja eine Idee. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber wir könnten ja jemand undercover einschleusen. Jemand, der sich als Patient ausgibt. Du meinst von uns? Als potenzielles Opfer? Hm, als Köder, richtig. Gar keine blöde Idee. Aber länger als einen Tag kann ich hier auf niemanden verzichten. Die Diebstahlhäufigkeit hat in letzter Zeit zugenommen. Ja, also kann nicht lange dauern, bis wieder jemand zugreift. Und wer soll den Patienten spielen? Naja, ich meine, viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Du zum Beispiel, du kommst hier ja nicht weg. Gut. Das war's. Danke erstmal. Jasmin, wo sind eigentlich unsere Freunde von der Polizei? Erst machen sie so eine große Welle und dann rücken sie wieder ab. Weißt du denn? Ich meine, es ist doch allgemein bekannt, wie niedrig die Aufklärungsquoten bei Diebstählen sind. Meine Jacke kann ich doch in den Wind schreiben, da passiert doch nichts mehr. Manchmal drückt der Scheinhäschen. Geh mal in die 19. Was machst du denn hier? Bist du krank? Mach die Tür zu. Ich ermittle undercover. Indem du dich ins Bett legst. Wir wollen den oder die Täter auf frischer Tat ertappen. Ist mit eurer Klinikleitung abgesprochen. Das klappt doch nie. Also eine bessere Idee? Sollen wir vor jede Tür einen Polizisten setzen oder was? Na ja, dann will ich dich bei deinen Ermittlungen mal nicht länger stören, ne? Geht unter anderem auch um deine Jacke. Ach, Schwester Karin, ich bin kurz in meinem Zimmer. Hat meine Tochter ihre Tasche vielleicht bei Ihnen vergessen? Im Behandlungsraum lag nichts. Ich schaue mal im Arztzimmer nach. Tut mir leid, aber hier liegt sie auch nicht. Da war mein Pass drin und das Ticket und $500. $500? Ja, ich war heute früh noch bei der Bank, aber das Geld ist nicht so wichtig. Und die Papiere kann ich nicht nach Amerika. Reg dich nicht auf, die finden sich schon wieder. Vielleicht haben sie sie im Taxi oder im Auto liegen lassen. Nein, hier oben hatte ich sie ja noch. Würde ich vorschlagen, Sie gehen zur Polizei. Die ist gleich über die Brücke. Die Kollegen ermitteln sowieso wegen einer anderen Diebstahlsache hier. Ganz ruhig, das machen wir. Danke für den Rat. Komm. Also wenn das im EKA, ja, kein Einzeltäter sein sollte, sondern tatsächlich eine organisierte Bande, dann muss Wolle höllisch aufpassen, dass er nicht zusammengeschlagen wird. Er ist im Krankenhaus, nicht auf der Reeperbahn. Peter 21-1 für Peter 21 kommen. Peter 21-1 hört? Fahrt bitte zum Hafen Fischmarkt, da steht ein Imbiss. Ja. Alles klar. Ah, also das Schmuckstück aus Milano. Da wird sich aber einer freuen. Ich glaube, ich kenne da noch einen. Ein ganzes Warenlager hier. Habt ihr Passpapiere und Flugtickets von Frau Kars gefunden? Bis jetzt noch nicht. Peter 21 für Peter 21 2 kommen. Ja, Peter 21 hört. Ihr könnt dem Krankenhaus Entwarnung geben, wir haben den Kerl. Mal, habt ihr meinen Ring? Was denn für einen Ring? Krankenpfleger ist echt nicht mein Traumjob. Ich wollte den Computerladen wieder aufmachen. Das war nicht so einfach. Schließlich brauchte ich ein bisschen Kapital. Und dann sind Sie darauf gekommen, sich einfach im Krankenhaus zu bedienen. Geniale Idee.
Die Leute sind so bescheuert. Was die alles mit ins Krankenhaus schleppen. Das Zeug lag einfach da. Man musste nur zugreifen. Na super. Jetzt sind auch noch die anderen schuld, oder was? Mit dem Computerladen wird's dann auch nicht leichter. Als Vorbestrafter. Schlechte Nachricht. Die KTU hat auf der Handtasche keine Fingerabdrücke von ihm da gefunden. Also kann er die Dinger auch nicht gestohlen haben. Und nicht die Papiere und nicht den Pass. Mist. Moin. Wir haben in Hamburg. Ich hab gehört, ihr habt den Dieb gekriegt und die Jacke gefunden. Cool, vielen Dank. Das stimmt so nicht ganz. Ist hier. Aber wir haben die Jacke ja nicht gefunden. Wir haben sie ersteigert. Guck mal, steht mir doch auch ganz gut, oder? Nein. Wieso ersteigert? Du, für 500 Euro haben wir den Zuschlag bekommen. Kai, bitte zieh die Jacke aus. Siehst aus wie ein Idiot. Was? Ey, es ist nicht sein Ding, oder? Ja, wenn ihr meint. Na, stopp, stopp, stopp. Wir brauchen ihn noch als Beweismittel. Bitte, was? Wie lange soll ich denn noch warten? Bis zum Prozess, aber das kann dauern. Hase! Häschen! Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist. Wir haben wirklich alles probiert. Trotzdem danke. Der Krankenhausdieb scheidet aus. Er hat Ihre Tasche definitiv nicht angefasst. Und als der Obdachlose die Tasche gefunden hat, waren die Papiere schon nicht mehr drin. Die Papiere können Sie doch aber nicht einfach so in Luft aufgelöst haben. Linda, es ist nun mal, wie es ist. Und ich bin doch immer für dich da. Ja, Mama, ich weiß. Das denn fehlt mir. Verstehst du das nicht? Ach, Frau Karst, ich brauchte dann noch eine Unterschrift. Dass Sie die Sachen noch erhalten haben, ja? Danke. Hier drin hat das Scheinchen gesteckt. Mhm. Hat einer weggeschmissen. Ach, weggeschmissen? Mhm. Und wo genau? In einen Papierkorb im Krankenhaus. Bringt auch noch ein paar Euros, das gute Stück. Schau mal her. Das besprechen wir alles mal in Ruhe, aber nicht hier. Sondern bei uns auf der Wache. Wir würden mich auch gerne deine Fingerabdrücke nehmen. Und wenn ich nicht will? Sie werden schon wollen. Ja, hey, ich kann ihn nicht hier lassen, dann sind Sie weg. Könnten Sie vielleicht mal mit anfassen? Aber meinst du, er schiebt sich von alleine? Pass auf. Sie haben einen starken Blutdruckabfall. Das ist nicht gut für Ihr Baby. Ich werde Ihnen eine Infusion geben. Aber ich will heute noch fliegen. Ja, in ein paar Stunden sind Sie wahrscheinlich wieder auf den Beinen. Dann können Sie ruhig fliegen. Ich kann ja sowieso nicht fliegen ohne die Papiere. Die Hauptsache ist doch, dass dir und dem Baby nichts passiert. Alles andere findet sich schon. Und dann bin ich ja auch noch da. Ronny, fragen Sie doch bitte mal nach, ob ein Bett frei ist. Dann können Sie die Patientin gleich auf ihr Zimmer bringen, ja? Sei nicht traurig. Ich hätte meine Tasche nicht aus den Augen lassen dürfen. Das ist alles meine Schuld. Ach, das ist doch Unsinn. Sowas passiert eben. Brauchen Sie noch was? Vielleicht was zu trinken? Ich kümmere mich schon drum. Okay. Gute Besserung.
Da war kein restlicher Inhalt. Und Ihre Hypo-Dings, die können Sie auch stecken lassen. Ich kann nämlich beweisen, dass ich da gewesen bin. Hier. Hey, kannst du bitte Ihre Füße runternehmen? Danke. Irgendeiner hat da Altöl oder weiß der Kuckuck was entsorgt. Und ich bin mitten reingelatscht. Ja, da müsste sogar noch meine Spuren sein. Wo? Am Papierkorb neben dem Eingang der Tiefgarage im Elbkrankenhaus. Gut, dann fahren wir da jetzt hin und schauen uns das an. Ich komm mit. Vielleicht sind die Papiere da auch noch irgendwo. Nee, du, ich denke, es wäre besser, wir würden uns jetzt erstmal um die Liste der gestohlenen Gegenstände bemühen. Ja? Wenn die Diebe Profis waren, dann werden die natürlich als erstes versuchen, die Beute so schnell wie möglich wieder abzustoßen. Da gibt's doch diese einschlägigen Auktionen im Internet. Gute Idee. Warte mal. Versuch's doch mal mit Hases Jacke. Ist auffällig genug. Trotzdem ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne? Na, irgendwo mit müssen wir ja anfangen. Vielleicht haben sie auch die Tasche der jungen Frau ausgeräumt. Und den Umschlag mit dem Geld vergessen? Das ist eine ganz ergiebige Stelle. Ein Haufen Leute räumen hier unten ihre Karren aus, bevor sie die kranke Oma abholen. Ja. Leere Flaschen, da die Chipstüten vom Rücksitz. Ah, hier war's. Kriechöl, da ist Molybdän drin. Deshalb ist das hier so schwarz. Zeigen Sie mal Ihren Schuh. Fuß hoch. Ja. Ja, er war hier. Und seine Spuren. Aber er war nicht der Einzige. Tja, und was ist jetzt mit Finderlohn? Schließlich habt ihr mich unschuldig eingebuchtet. Finderlohn gibt's nur, wenn man die Fundsache auch abliefert. Und zwar freiwillig. Außerdem hast du dir von dem Geld schon den Schnaps gegönnt. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Ich weiß schon, warum ich mit dieser Gesellschaft fertig bin. Und dann ist der Weltenlohn. Ein kleiner Philosoph. Aber kein Dieb. Stopp! Na bitte! Habt ihr meinen Ring? Nee, Hases Jacke. Die haben's wirklich eilig. Kaum geklaut, schon im Netz. Mindestgebot 200 Euro. Ja, und nun? Na, ist doch klar, wir bieten mehr. Oder wir kaufen sofort. Geht schneller, für 500 Euro. Mhm, und wie funktioniert das? Na ja, der Verkäufer muss seine Bankverbindung angeben und seinen Namen. Sonst kommt das Geschäft nicht zustande. Ja, bingo! Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Artikel sowieso sofort gekauft. Hier steht die Adresse. Süderstraße 112. Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung ein. Ja. Und wer zahlt? Na, mal der fragt. Am Papierkorb neben dem Eingang der Tiefgarage im Elbkrankenhaus. Gut, dann fahren wir da jetzt hin und schauen uns das an. Ich komm mit. Vielleicht sind die Papiere da auch noch irgendwo. Nee, du, ich denke, es wäre besser, wir würden uns jetzt erstmal um die Liste der gestohlenen Gegenstände bemühen. Ja? Wenn die Diebe Profis waren, dann werden die natürlich als erstes versuchen, die Beute so schnell wie möglich wieder abzustoßen. Da gibt's doch diese einschlägigen Auktionen im Internet. Gute Idee. Warte mal. Versuch's doch mal mit Hases Jacke. Ist auffällig genug. Trotzdem ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne? Na, irgendwo mit müssen wir ja anfangen. Vielleicht haben sie auch die Tasche der jungen Frau ausgeräumt. Und den Umschlag mit dem Geld vergessen? Das ist eine ganz ergiebige Stelle. Ein Haufen Leute räumen hier unten ihre Karren aus, bevor sie die kranke Oma abholen. Ja. Leere Flaschen, da die Chipstüten vom Rücksitz. Ah, hier war's. Kriechöl, da ist Molybdän drin. Deshalb ist das hier so schwarz. Zeigen Sie mal Ihren Schuh. Fuß hoch. Ja. Ja. Er war hier. Und seine Spuren. Aber er war nicht der Einzige. Tja, und was ist jetzt mit Finderlohn? Schließlich habt ihr mich unschuldig eingebuchtet. Finderlohn gibt's nur, wenn man die Fundsache auch abliefert. Und zwar freiwillig. Außerdem hast du dir von dem Geld schon den Schnaps gegönnt. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Ich weiß schon, warum ich mit dieser Gesellschaft fertig bin. Und dann ist der Weltenlohn. Ein kleiner Philosoph. Aber kein Dieb. Stopp! Na bitte! Habt ihr meinen Ring? Nee, Hases Jacke.
Die haben es wirklich eilig. Kaum geklaut, schon im Netz. Mindestgebot 200 Euro. Ja, und nun? Na, ist doch klar. Wir bieten mehr. Oder wir kaufen sofort. Geht schneller. Für 500 Euro. Mhm. Und wie funktioniert das? Na ja, der Verkäufer muss seine Bankverbindung angeben und seinen Namen. Sonst kommt das Geschäft nicht zustande. Ja, bingo. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Artikel sowieso sofort gekauft. Hier steht die Adresse. Süderstraße 112. Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung ein. Ja. Und wer zahlt? Na, mal der fragt. So, Frau Karst, ich habe jetzt hier die Werte Ihrer Tochter. Blutbild und Blutdruck sind normal. Der Gynäkologe macht noch ein Tokogramm und wenn das auch in Ordnung ist, dann kann sie eigentlich nach Hause. Ja, ist es nicht besser, wenn meine Tochter strenge Bettruhe verordnet bekommt? Nicht, dass es noch zu einer Frühgeburt kommt. Wie gesagt, der Gynäkologe macht noch ein Tokogramm und wenn das in Ordnung ist, dann steht einem Flug eigentlich nichts im Weg. Im Moment sieht es ja eher so aus, dass sie überhaupt nicht fliegen wird. Was hier? Okay, da waren noch ein paar Scheinchen mehr drin. Frau Karst geht's inzwischen wieder besser. Sie bleibt aber erstmal in der Klinik. Jasmin kümmert sich um sie. Das sind ganz genau 450 Dollar. Hä? Wo ist denn das Wechselgeld? Hier steht, das müssten 500 Dollar sein. Wo habt ihr die denn her? Guck mal, das ist doch Krokoleder-Imitat. Die könnte doch der jungen Frau hören. Die wurde ihrem EKH geklaut. Sie war vorhin gerade hier und hat Anzeige erstattet. Stimmt. Genau so hat sie die beschrieben. Sie wollte heute in die Staaten. Wo ist das Flugticket, die Papiere? Ich habe die Tasche so gefunden, wie sie ist. Und zwar nicht im Krankenhaus, sondern in der Tiefgarage. In einen Papierkorb. Und ohne meinen Anwalt sage ich jetzt gar nichts mehr. Ich glaube ja, dass du hier ein Riesenproblem hast. Und du bist ganz bestimmt auch bei uns in der Datei. Das checken wir auch gleich. Hey, was soll das denn? So, ab geht's in die Ausnüchterungszelle. Hey! Komm, mach kein Theater, ja. So. Kann ich mal? Ja, danke. Ich geh mal rüber ins EKH, lass Frau Kars die Tasche identifizieren. Und dann bringe ich sie gleich zur KTO rüber. Ja, mal eine saublöde Idee. Mich auf diesen Quatsch überhaupt eingelassen habe. Was ist denn passiert? Ich bin beklaut worden. Es war doch auch Sinn und Zweck der Sache. Hast du nichts unternommen? Natürlich habe ich. Eine Reinigungskraft festgenommen, aber die war es nicht. Und währenddessen hat der richtige Dieb zugeschlagen und meinen Ring geklaut. Das war ein Erbstück. Gib's zu, Wolle, du hast es versaut. Aber dann kannst du der Obdachlose gar nicht gewesen sein. Ja, das ist meine Tasche. Wo haben Sie sie her? Wir haben sie bei einem Mann sichergestellt, der behauptet, er hätte sie gefunden. Druck ist wieder normal, 120. Und wer war das? Ein Obdachloser. Er hatte auch das Geld, die 500 Dollar. Naja, nicht mehr ganz. Einen Teil hatte er schon ausgegeben. Sie bekommen das Geld natürlich zurück. Und mein Pass und die Papiere? Tut mir leid. Er sagt, es war nur das Geld in der Tasche. Aber die waren drin. Ja, ich gehe davon aus, dass er sie weggeworfen hat. Dann ist es wohl hoffnungslos, dass ich die Papiere wiederbekomme. Vielleicht werden sie ja noch gefunden und abgegeben, aber ob das heute noch der Fall ist? Ach, Spatz. Es tut mir auch leid, dass Sie Ihre Papiere verloren haben, aber man stellt Ihnen bestimmt einen Behelfspass aus. Aber nicht die Papiere für die Hochzeit. Ich rufe Dustin und seine Familie an, damit sie nicht umsonst warten. Nein, ich will nicht, dass die Hochzeit verschoben wird. Dustin freut sich auf sein Baby. Er will unbedingt bei der Geburt dabei sein. Sie haben nur versprochen, dass Sie mir helfen. Ja. Sie werden rechtzeitig in Chicago bei Ihrem Verlobten sein. Versprochen. Na, da hast du dich ja ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Und was willst du jetzt anstellen? Ich habe keine Ahnung. Sie freut sich so sehr auf die Hochzeit und ihr Mann möchte bei der Geburt unbedingt dabei sein. Kein Mensch weiß, wer alles im EKH ein- und ausgeht. Also neben dem Personal und den Patienten sind da sicher ein paar hundert Besucher am Tag. Dazu Studenten, Lieferanten, Techniker. Aber der letzte Diebstahl fand im Aufenthaltsraum statt. Schränkt das die in Frage kommende Personengruppe vielleicht ein? Nicht wirklich. Auch da kann jeder rein. Also ich hätte da ja eine Idee. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich, aber wir könnten ja jemand undercover einschleusen. Jemand, der sich als Patient ausgibt. Du meinst von uns? Als potenzielles Opfer? Als Köder, richtig. Gar keine blöde Idee. Aber länger als einen Tag kann ich hier auf niemanden verzichten. Die Diebstahlhäufigkeit hat in letzter Zeit zugenommen. Ja, also kann nicht lange dauern, bis wieder jemand zugreift. Und wer soll den Patienten spielen? Naja, ich meine, viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Du zum Beispiel, du kommst hier nicht weg.
Das war's. Danke erstmal. Jasmin? Wo sind eigentlich unsere Freunde von der Polizei? Erst machen sie so eine große Welle und dann rücken sie wieder ab. Weißt du denn? Ich meine, es ist doch allgemein bekannt, wie niedrig die Aufklärungsquoten bei Diebstählen sind. Meine Jacke kann ich doch in den Wind schreiben, da passiert doch nichts mehr. Manchmal drückt der Scheinhäschen. Geh mal in die 19. Was machst du denn hier? Bist du krank? Mach die Tür zu. Ich ermittle undercover. Indem du dich ins Bett legst. Wir wollen den oder die Täter auf frischer Tat ertappen. Ist mit eurer Klinikleitung abgesprochen. Das klappt doch nie. Also eine bessere Idee? Sollen wir vor jede Tür einen Polizisten setzen oder was? Na ja, dann will ich dich bei deinen Ermittlungen mal nicht länger stören, ne? Geht unter anderem auch um deine Jacke. Ach, Schwester Karin, ich bin kurz in meinem Zimmer. Hat meine Tochter ihre Tasche vielleicht bei Ihnen vergessen? Im Behandlungsraum lag nichts. Ich schau mal im Arztzimmer nach. Tut mir leid, aber hier liegt sie auch nicht. Da war mein Pass drin und das Ticket und $500. $500? Ja, ich war heute früh noch bei der Bank, aber das Geld ist nicht so wichtig. Und die Papiere kann ich nicht nach Amerika. Reg dich nicht auf, die finden sich schon wieder. Vielleicht haben sie sie im Taxi oder im Auto liegen lassen. Nein, hier oben hatte ich sie ja noch. Würde ich vorschlagen, Sie gehen zur Polizei. Die ist gleich über die Brücke. Die Kollegen ermitteln sowieso wegen einer anderen Diebstahlsache hier. Ganz ruhig, das machen wir. Danke für den Rat, komm. Also wenn das im EKH, ja, kein Einzeltäter sein sollte, sondern tatsächlich eine organisierte Bande, dann muss Wolle höllisch aufpassen, dass er nicht zusammengeschlagen wird. Er ist im Krankenhaus, nicht auf der Reeperbahn. Peter 21-1 für Peter 21 kommen. Peter 21-1 hört? Fahrt bitte zum... Da haben wir es doch. Meine Großmutter hat an dieser Stelle immer gesagt, was sitzt, das sitzt. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Wie, kein Irrtum? Kein Irrtum, schau. Hier, kannst du das kleine Gummibärchen sehen? Ich vermute mal, zweiter Monat. Aber genau kann dir das der Gynäkologe ausrechnen. Super. Na toll, das ausgerechnet jetzt... wo ich gerade befördert worden bin. Na, bis zur Geburt hast du noch ein bisschen Zeit. Du sagst Martin nichts, oder? Nein, du weißt, ich habe Schweigepflicht. Willst du denn das Kind gar nicht? Ich liebe meinen Beruf. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihn dann noch ausüben kann. Natürlich kannst du den ausüben. Man, freu dich mal, so ein Kind ist was Wunderbares. Ja, wieso hast du denn keins? Bei mir war das was anderes. Du weißt, ich war erst lange auf See und jetzt habe ich leider keinen Partner. Glaub mir, ich finde das sehr traurig. Tja, ich glaube, ich muss mich erstmal an den Gedanken gewöhnen. Und ich muss mit Philipp reden. Der wird sich freuen. Danke. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, na? Kommst du nur her? Ich war im EKH. Alles in Ordnung? Ja, ich habe gestern mein Merkbuch, habe ich vergessen. Ah. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg dahin. Es wird geklaut im EKH und zwar massiv. Ja, Klinikleitung hat Anzeige erstattet. Naja, dann mal viel Erfolg, ne? Ja. Frau Doktor? Ja? Meine Tochter ist beinahe ohnmächtig geworden. Mir war nur ein bisschen schwindelig. Ist aber schon wieder gut. Na, wahrscheinlich der Blutdruck. Damit hatte ich in der Schwangerschaft auch zu tun. Schrecklich. Mama, mir geht's wirklich wieder gut. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Das ist ja auch kein Wunder. Sie will heute Abend noch in die USA fliegen. Echt? Na, dann kommen Sie mal, ich untersuche Sie gleich. Ja, ehe das doch etwas Ernstes ist, ist ja schließlich eine anstrengende Reise. Sie warten bitte hier. Oh, Kerstin, ich brauche dringend irgendwas für die Nerven. Erst unterschreiben. Was? Ist das nicht mehr schon viel? Mhm. Ah, gut, dass ihr endlich da seid. Hier ist vielleicht was los. Es ist unglaublich und niemand fühlt sich zuständig. Ich meine, ich bin ja nicht der erste und einzige Fall. Das ist ja andauernd so, dass irgendwelche Wertgegenstände verschwinden. Das ist eine regelrechte Serie. Außer mir scheint das hier niemanden zu beunruhigen. Doch, der Verwaltungsdirektor, der hat Anzeige erstattet, hat uns eine Liste zukommen lassen mit den gestohlenen Gegenständen. Ach was. Dir ist also die Jacke gestohlen worden. Jacke? Eine Ruggiero-Maß-Anfertigung. Ich meine, was soll ich denn jetzt heute Abend zum Date anziehen? Zeig mal.
Aber meinst du, er schiebt sich von alleine? Pass auf. Sie haben einen starken Blutdruckabfall. Das ist nicht gut für Ihr Baby. Ich werde Ihnen eine Infusion geben. Aber ich will heute noch fliegen. Ja, in ein paar Stunden sind Sie wahrscheinlich wieder auf den Beinen. Dann können Sie ruhig fliegen. Ich kann ja sowieso nicht fliegen ohne die Papiere. Die Hauptsache ist doch, dass dir und dem Baby nichts passiert. Alles andere findet sich schon. Und dann bin ich ja auch noch da. Ronny, fragen Sie doch bitte mal nach, ob ein Bett frei ist. Dann können Sie die Patientin gleich auf Ihr Zimmer bringen, ja? Sei nicht traurig. Ich hätte meine Tasche nicht aus den Augen lassen dürfen. Das ist alles meine Schuld. Ach, das ist doch Unsinn. Sowas passiert eben. Brauchen Sie noch was? Vielleicht was zu trinken? Ich kümmere mich schon drum. Okay. Gute Besserung. Ich hab sie gerade auf frischer Tat ertappt. Mit meiner Uhr und meinem Portemonnaie. Aber Zimmer war leer. Ich soll abgeben, zum Einschließen. Wird neuerdings oft gestohlen. Ich nehme sie gleich mit rüber aufs PK. Herr Wollenberg ist von der Polizei, er ist hier, um die Diebstähle aufzuklären. Bajalsta, bitte, Herr Doktor, ich habe nicht gestohlen, nur genommen. Ist doch Anweisung. Hier, bitte. Moment, das sind Beweismittel, ja? Aber Frau Wallanders hat recht. Die Klinikleitung hat angewiesen, unbeaufsichtigte Wertgegenstände in Verwahrung zu nehmen. Aber die waren nicht unbeaufsichtigt. Muss nicht auf der Reeperbahn. Peter 21.1 hört. Peter 21 kommen. Peter 21.1 hört. Fahrt bitte zum Hafen Fischmarkt. Da steht ein Imbisswagen. Der Besitzer hat sich bei uns gemeldet. Er möchte eine Anzeige machen. Ist verstanden. Wir sind unterwegs. Peter 21, hat sich Wolle schon gemeldet? Nein. Aber im Elbkrankenhaus gab es den nächsten Diebstahl. Okay, Peter 21. Ich möchte wirklich mal wissen, was unser Undercover-Agent eigentlich macht. Es war eine ganz normale Handtasche, so groß. Irgendwas Auffälliges? Eine Schnalle, ein Muster. Sie war dunkelbraun. Ein Krokodilleder-Imitat. Ich habe sie ihr zu Weihnachten geschenkt. Bitte, ich brauche sie dringend zurück. Da hängt mein ganzes Glück dran. Meine Tochter ist mit einem Amerikaner verlobt. Dustin hat nur einen Tag Urlaub für die Hochzeit bekommen. Er ist bei der Army. Und nun ist alles weg. Die Heiratspapiere, der Pass, das Ticket. Also bis auf den Pass kann man Ihnen doch hier Kopien ausstellen, oder? Der Pass und das Ticket ist nicht das Problem. Die Heiratspapiere, das ist es. Das dauert. Ich bin im 7. Monat. Später nehmen die mich gar nicht mehr im Flugzeug mit. Jedenfalls nicht vor der Geburt. Bitte, Sie müssen meine Papiere und den Pass finden. Alles andere ist egal. Das sind nicht, wir haben uns so darauf gefreut. Wir werden natürlich alles tun, um Ihnen zu helfen, ja? In der Regel sind die Diebe nur auf das Geld aus. Was sie nicht brauchen, das werfen sie eben weg. Naja, also wäre schon ein großer Zufall, wenn die Tasche heute bei uns abgegeben würde. Hallo? Linda, um Himmels Willen. Was ist denn? Lukas? Franzi, ruf einen Notarzt. Frag mich, wo der Typ $50 her hat. Und in der Tasche noch ein ganzes Bündel Scheine.
Und Sie kennen den Mann? Den kennt hier jeder. Jochen Böttcher, eine ganz arme Socke voll auf Alk. Aber eigentlich ganz harmlos. Nur wenn er hier steht, vertreibt er mir die anderen Kunden. Als ich ihn gefragt habe, wo er die Knete hat, wurde er ganz pampig. Aha. Und wo finden wir diesen Jochen Böttcher? Drüben an der Hafenkante, 200 Meter von hier. Da verpasst er sich normalerweise seine Dröhnung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Moin. Ach, geh das Licht doch. Ich störe hier noch keinen. Wir würden ja nur ein paar Fragen. Ja, wenn's sein muss. Wir haben gehört, dass Sie die Flasche da mit einem 50-Dollar-Schein bezahlt haben. Wo stammt denn der her? Dieser Anscheißer, der kriegt doch mal so richtig einen aufs Maul. Na, ja? Ja, wissen Sie noch, wo Sie den herhaben? Ist das jetzt verboten, Dollar?